DLC Ripper voll. Was habe ich nämlich auch noch nicht angefasst. Da werden wir die Tage auf jeden Fall auch mal irgendwie reinschauen. Weil ich da vorher erst das Hauptstory-Spiel sehen immer muss. Jesus, ich kann heute nicht mehr reden. Ich merke schon, dass ich bei Metro durch das ganze Gelese. Wir haben ja heute schon Metro 5 Stunden gemacht. Oder 6. Ja. Oh. Budigas floral combo ends on a heavy attack. Time your deflect to find an opening in her guard. Alright. You should never have come here. Now you should die here. True. I didn't ask for you to come here. Oh. I will do anything to protect my people. Come here, Bulka. Fuck you, bitch! Eat my fucking shield. Aber für eine Frau hält die echt was aus, ne? Shit! Ich glaube, ich wollte gerade dasselbe machen. Gib ihr, auf jeden Das war eine cheap Taktik, Alter. Da haben wir beide angegriffen. Cheap Tactics. Jetzt haben wir so einen Murloc. Ey, wie soll ich denn da die Dinger richtig machen? Ich muss das Spiel neu starten. Das geht gar nicht gerade. Ich kann den Cutscenes überhaupt nicht mehr machen. Also, geschweige denn noch richtig timen irgendwie. Oh, ist das mies. Der Kill war übel. Okay, Jungs, bevor wir weitermachen, ich muss mal ganz kurz das Spiel neu starten. Irgendwie und den Stream vielleicht auch nochmal neu starten. Auf jeden Fall wollte ich sagen, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte sagen. Vergessen. Was habt ihr denn wo? Also irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, Game-Verfilmung, Spieleverfilmung. Ich glaube aber, dass ein großen Teil der Spielverfilmung deshalb so schlecht war und ist, dass ich leider
einfach da ein Herr. Es ist ein To-Do-File-Description. Was ist das denn, Alter? 32 Bit, das sehe ich überhaupt nicht. Dass der gute Herr Boll, dem ja, sag ich mal, Filme und der Kunstgehalt oder der wertvolle Gehalt der Filme relativ scheißegal ist, der hat sich halt ganz, ganz viele von den Game-Verfilmungen, ne, auf die Platte zu schreiben, und der hat es halt ordentlich verkackt. Einfach weil er sich, weil er halt eigentlich einen Furz darauf gibt, ob die Filme jetzt gut sind oder nicht. Und er auch von der Gaming-Community überhaupt nichts hält. Das ist halt der einzige Grund, warum er diese Filme gemacht hat, war Kohle, weil er genau wusste, dass die Gamer-Welt natürlich immer auf Spieleverfilmung geil ist und gierig ist. Und hat es halt einfach gemacht, ne? Und leider sind fast alle seiner Game-Verfilmungen richtige Schrottfilme. Ist leider so. Aber das ist halt Boll. Ne? Das ist halt Boll. So, ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Continue. Ich freue mich auch darauf, wenn wir dann irgendwann nochmal, wenn ich es dann irgendwann schaffe, Shadow of Mordor. Das habe ich nämlich auch nie durchgespielt. Denn so Orks klatschen fand ich schon auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ach, wir haben so viele coole Games. Maxman und alles. Mad Max müssen wir alles noch weitermachen. Maxman sage ich schon. Seht ihr mal, wie durch ich bin. Werde auf jeden Fall auch nicht mehr so lange machen. Ich glaube, durchspielen werden wir es wahrscheinlich nicht. Das werden wir nicht schaffen. Weil ich ja heute doch schon auch einige Stunden am Senden war. Jetzt sind wir so bei 8, glaube ich. Insgesamt. Dann ist es noch. Wie gesagt, weiß ich nicht genau. Mindestens noch eine Stunde. Hitman. Jo, aber wobei die Hitman-Verfilmung deutlich besser ist, finde ich. Also die finde ich deutlich besser. Shields, lads. Das finde ich schon ziemlich episch hier, was die da machen, so mit den Schilden. Dass sie da wirklich so diese Schildphalanx auch mit reingenommen haben, finde ich sehr geil. Qualität her gut, finde sie halt nicht mehr Hitman-Story an sich zu machen. Jo, das stimmt. Das stimmt. Die Verfilmung der Hitman-Filme ist qualitätstechnisch sehr, sehr cool. Finde ich auch. Das sind gute Actionfilme, kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber haben natürlich mit dem ursprünglichen Hitman nicht wirklich viel zu tun. Ich weiß nicht, ob du auch den neuesten gesehen hast, den fand ich zum Beispiel auch nicht so gut. Fand ich den ersten besser. Der neue Wagen, so, weiß nicht, mir überhaupt nicht gefallen. Auf einen können wir verzichten. Einen Römer können wir verlieren. Kommt direkt einer hinterher. Lead the formation into hell. Shieldsmen, hold! I'll scout their position. Attack on my command. Find a way to stop the archers. Hier habe ich das Game, was man hier gerade spielt, dass du aus Ego spielen könntest. Also wie sollen uns das vorstellen? Ja, sowas ähnliches gibt's ja, habe ich auch gesagt. Hättet ihr euch auch holen können. Chivalry Medieval Warfare heißt das. Spielst du eben genau auch so einen Ritter. Aber es ist halt reiner Multiplayer, da klatsche dich die ganze Zeit mit Bogenschützen, mit schweren Rittern, mit leichten Rittern. Das werde ich auch mal streamen, werde ich mal zeigen. Das ist ein sehr, sehr cooles Game, wie ich finde. Spielen nicht viele, kennen nicht viele. Ist aber so PvP-mäßig oder Multiplayer-Game-mäßig echt ein cooles Game. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich könnte mal wieder upgraden, wa? Ich habe doch übelst viel Upgrades theoretisch. Executions.
Oh ja, wir haben ordentlich. Können wir direkt mal hier was maxen. Fokus. Damage. Backfacing. Ich habe gesagt, das nächste Mal investiere ich erstmal komplett in... in Exekution und den ganzen Staff. Somnium Tripudo. Boah. Duos Pinipotenti, Unus Gladius. Misa Casus. Das hört sich doch gut an. This savage beauty cuts to the heart of the matter. Double execution, muddle blows. Two shield smashes, step to the chest, a leaping step to the heart. Alter. Windowmaker, your enemies, women and children will cover their face and weep. Vital blows, thrust to the chest, groin kick, left arm amputation, flying shield smash. Jesus. Schon ziemlich crazy. This game. 40.000, 60.000, 20.000. Damage haben wir hier noch. Gain combat. Boah, fleißig upgraded. Na, ich habe mir noch nicht angeschaut, genau aus dem Grund, dass es halt nichts mit hinzunehmen hat. Haben sie sich nur noch damit gerühmt, dass sie die Silberbau haben und dann hatten die Silberbau nicht mal mit den Silencer drauf. Jo, das habe ich auch gedacht, Alter. Cool, dass sie das draufgefallen ist. Ja, da merkt man halt einfach, dass sie teilweise wirklich keine Ahnung haben. Und der Gamer-Community halt irgendwie glauben machen wollen, sie wissen es besser und dann machen sie solche richtigen Fail-Aktionen. Was sieht man, könnte man so einen Griff machen, ja. Töte die Bogenschützen und lasse deine Männer durch. Alright, we'll do. Get triggered! Let's go. Und das nächste Achievement, sehr schön. Das werden im Prozess. Ja, ach, das ist einfach so leid, wie es tut, aber das sind einfach Produzentenentscheidungen teilweise. Und da steckt niemand so richtig drin. Aber ich kenne es halt aus dem Film, ich weiß, was es ist. Man geht dann einfach gewisse Kompromisse ein und schaut, dass einfach der Film insgesamt sich verkaufen lässt, dass alles so funktioniert, wie sich das der Drehbuchautor gedacht hat und bla. Und wenn da irgendwas drin ist, was fehlen würde, das geht aber eigentlich keinen.